So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind zurück wieder mit einer Shiny-Entwicklungsfolge. Wir haben das ja schon öfters gemacht. Ich habe da ja immer mal ein paar Shinies entwickelt, habe dann auch immer gefragt, was soll ich als nächstes für Shinies entwickeln? Ihr solltet da ein bestimmtes Thema sagen oder einen bestimmten Typ oder irgendwas, den wir eingeben, den wir durchschauen. Ein großes, besonderes Thema war noch offen, was natürlich am heftigsten ist eigentlich, und das sind die Baby-Shinies, alle, die ihr aus Eiern brüten könnt, die ihr nicht wild fangen könnt. Das ist natürlich wichtig, die alle zu bekommen, meistens über Tausch. In meinem Fall, wenn man nicht so das Brütglück hat, Connections, alles mögliche, 10 Pokémon anbieten für ein kleines Baby-Shiny, dann kriegt ihr da auch eine ganze Stange voll. Und wir wollen jetzt mal kurz hier reinschauen, was das alles sein kann, beziehungsweise ich habe mir hier schon eine Liste gemacht, ne? Ich bin ja gut vorbereitet. Pichu, Pi, Fluffeluff, Togepi, Kusilla, Elekid, Magpie, Azurill, Isso, Knospi, Mopai, Pantimimi. Wir wollen jetzt gleich mal direkt anfangen. Wir geben immer Plus ein, Plus Pichu, dass ihr eben Pichu und die Weiterentwicklungen gleich seht. Und ganz wichtig noch, und schillernd. So. Jetzt müsstet ihr hier alles sehen, was Pichu, Pikachu und Raichu als Shiny anzeigt. Und wir gucken immer, dass wir eine ganze vollständige Familie haben. Wir haben hier zum Beispiel ein normales Pichu, also alles Shiny, ne? Aber normal in dem Sinne, weil es keinen Hut auf hat. Pichu haben wir als Baby, wir haben Pikachu natürlich, einige seht ihr hier, Pikachu als Shiny und wir haben auch Raichu als Shiny. Somit ist also die Pichu-Familie als Shiny vollständig. Wir haben sogar Alola Raichu als Shiny, was richtig komisch aussieht. Habt ihr auch ein Alola Raichu Shiny? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir könnten jetzt noch ein bisschen was entwickeln. Das X-Mess Pichu, das haben wir letztens ja schon. Haben hier das X-Mess Pikachu dazu und haben auch ein X-Mess Raichu dazu. Ganz neu könnten wir jetzt das Partyhut Pichu, das Partyhut Pikachu, habe ich zum Beispiel hier schon eins gehabt, was leider lucky geworden ist, deswegen war das nutzlos, das war auch schon von letzten Jahr. Haben aber hier noch eins, ganz frisch, Ramses heißt das, und hier unten noch ein anderes. Da könnten wir noch eins entwickeln, dass wir auch das Partyhut Raichu haben. Dann nehmen wir aber das größte von denen. Das ist nämlich dann das. Das entwickeln wir noch zum Partyhut Raichu als Shiny. Bei den anderen fehlt leider noch was. Also das Ash Cap. Da fehlt eigentlich, glaube ich, nur das Raichu. Ein Pikachu mit Ash Cap ist da. Ein Pichu mit Ash Cap ist auch da. Das war eigentlich nie gang und gäbe, dass ich da alle Familien sammeln wollte. Ich wollte alle verschiedenen Shiny Pikachus mit Mützen, aber Raichu und Pichu dazu war mir eigentlich zu viel. Mittlerweile geht der Trend natürlich in die Richtung, dass man auch da anfängt zu sammeln. Aber egal, Pichu, Pikachu, Raichu sind vollständig. Also gehen wir zum nächsten, geben mal ein Pi, da sieht es nämlich ganz anders aus. Da haben wir leider wieder ein Lucky bekommen, was natürlich nicht zählt. Das haben wir hier zum Beispiel vom Bockwurst King. Können wir ja auch mal zeigen. Der ist schuld gewesen, dass wir nochmal komplett neu sammeln mussten. Pixie, die letzte Entwicklung, haben wir jetzt schon vollständig. Das war vom Lift Up Raider. Also bleiben noch zwei übrig. Das zweithöchste hier machen wir also zu Pipi. Dann haben wir auch wieder alle drei vollständig, denn das zweite fehlt uns. Wenn wir das aber entwickeln, haben wir wieder alle drei Stufen. Pi, Pipi und Pixie. Muss immer mit den Namen, ey. Sieht auf jeden Fall interessant aus mit den grünen Ohren. So, ansonsten ist ja nicht viel anders. Pipi hier, das gab es zum Beispiel von Elisa Huhn. Also Grüße gehen raus an Iswo. Und eins ist hier auch noch übrig. Das war vom TDKC Bundy irgendwie irgendwas. Da können wir aber mal das wegmachen, weil die IVs stimmen ja eh nicht mehr. Jetzt also auch Pi, Pipi und Pixie vollständig in der Shiny-Familie als Babys. Wir gucken gleich mal nach Fluffeluff.
Da haben wir zum Beispiel auch 4 Stück und eins hat einen Punkt. Das können wir nämlich abgeben. Und deshalb ist da auch so ein Punkt dran, selbst gebrütet. Das können wir abgeben. Die anderen drei müssten getauscht sein. Ja, kann was. Pushner und Lift Up Raider wieder mal. Da werden wir wieder nach den WP gehen. Das Höchste machen wir natürlich dann zu, also Pummeluff und Knuddeluff. Das Höchste also zu Knuddeluff. Wir entwickeln es einfach mal durch. Die Beschreibungen können wir dann auch noch ändern. Die WP, also die IV, die dran stehen, sind ja nicht mehr dieselben. Die haben sich natürlich geändert. Hier also 3 Babys, 3 Entwicklungen. Ihr seht, die stechend grünen Augen auf jeden Fall. Einmal Fluffeluff hier und noch einmal die Weiterentwicklung zu Knuddeluff. Dann haben wir das auch fertig. Ich habe das jetzt ewig mit mir rumgeschleppt. Das hätte ich bestimmt schon vor einem halben Jahr machen können. Nee, da gab es ja noch gar nicht mal ein Timimi. Nein, aber es kommt ja sowieso immer zu was Neues dazu. Immer wieder werden neue Babys released. Wir wollen jetzt endlich mal den aktuellen Stand nehmen. Deswegen, das mit dem Umbenennen ist immer noch so verkackt, dass man da 100-mal drauf drückt und man gar nicht reinkommt. Das zweithöchste, na gut, nee, das ist das, was ich abgeben kann. Das, was ich abgeben kann, das lassen wir so. Vielleicht können wir das mal gegen irgendwas anderes noch tauschen. Aber wir nehmen trotzdem das Höchste von dem, was wir nicht abgeben können, was getauscht ist. Machen dann nochmal einen Pummeluft draus, dass die Familie eben auch vollständig ist. Und es kommen eh immer zu neue Babys wieder rein, neue Shinies, dass wir wirklich mal auf dem aktuellen Stand sind. Entwickeln wir die fix durch. Fluffeluff, Pummeluff, Knuddeluff, alles da. Togepi und Kusilla würde jetzt als nächstes kommen. Geben wir mal Togepi ein. Togepi, da habe ich glaube ich auch schon ein paar weggetauscht. Wir nehmen einfach wieder das Höchste, entwickeln das Höchste durch. Togepi zu Togetic und zu Togekiss. Das Zweithöchste dann zu Togetic. Und so habt ihr dann auch wieder alle drei. Da brauchen wir zum Beispiel einen Sinostein. Da musste ich auch gucken, dass ich da genügend habe. 2 Stück habe ich aber noch in der Tasche. Können wir also mitnehmen. Sieht auch ein bisschen unspektakulär aus, muss man sagen. Wir hauen den Sinostein drauf, machen das Togetic zu Togekiss. Und sind dann eigentlich, ich glaube, ich brauche gar keinen Sinostein mehr, weil, seht ihr dann, beim Electek zum Beispiel, Ele Voltec habe ich als ganze Entwicklung bekommen, auch getauscht, also Togekiss ist hier. Wir machen hier die zweite Form nochmal, dass ihr wirklich alle drei auf der Hand habt. Ich habe bestimmt schon 1 oder 2 Togepi weggetauscht damals. Mich wundert es, dass da keins Lucky geworden ist, sonst habe ich doch immer so viel Pech, dass alles Lucky wird, was man nicht Lucky braucht. Geht aber auf jeden Fall auf. 3 Stück sind noch da und genau so soll das denn nämlich dann aussehen. Togepi, Togetic, Togekiss. So ist es perfekt. Kusilla haben wir als nächstes. Da gucken wir auch mal rein. Kusilla. Da müssen wir nichts mehr machen. Da haben wir nämlich schon was gemacht. Da hatten wir auch das Pech, dass damals ein Kusilla Lucky geworden ist. Wir es trotzdem mal entwickelt haben. Ihr seht jetzt hier ein entwickeltes Shiny Rosana mit Lucky-Hintergrund. Hier das normale Shiny Rosana ohne Lucky-Hintergrund. Und das ist ja größer als das Baby, also verdeckt das mehr den Hintergrund. Da ist das nicht so schlimm. Hier noch 2 normale Kusilla, aber auch vollständig. Das können wir natürlich so lassen. Elekid und Magby als nächstes. Da gucken wir mal hier gleich bei Elekid rein. Elekid. Genau, ein Elevoltec. Deswegen brauchen wir da keinen Sinostein mehr. Was wir auch vom Nägelmon bekommen haben. Sehr coole Sache. Und das Höchste, was wir hier jetzt noch auf der Hand haben, machen wir natürlich zum Electek. Und Electek sieht auf jeden Fall sehr speziell aus, da das ja auch so eine orange Farbe hat, so ein oranges, auffälliges Fell. Mein erstes Elekid damals habe ich, glaube ich, sogar vom Spooky Swigetti bekommen. Hier, das sieht doch heftig aus, oder? Guckt euch das an. Wir können ja auch nochmal schauen. Spooky Swigetti, das ist sogar das. Nein!
Jetzt hat das Handy gehangen. Warum? Ich wollte nur nach unten, ne, wollte euch zeigen, dass das vom Spooky Spaghetti ist. Jetzt hat das Handy gehangen, jetzt hat es das entwickelt, jetzt hat es meinen letzten Sinostein rausgehauen. Jetzt habe ich keinen Elitech mehr. Warum, Mann? Gut, ihr habt ja gesehen kurz, wie es aussieht auf jeden Fall. Hier nochmal das normale Elekit. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Wir haben nämlich jetzt keinen Sinostein mehr. Ich könnte auch... Es kotzt mich an auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe auf einem zweiten Account irgendwo noch ein Elekit. Das tauschen wir uns einfach rüber. Das können wir dann entwickeln. Dann ist wieder alles gut. Wir gehen mal rüber und gucken zu Magby. Elemagby, genau, Elemagby. Ich glaube, das muss ich als extra Video nochmal raushauen. Der Fail der Woche. Da habt ihr auch ganz normal ein Magby. Ganz vorsichtig sein, was man drückt. Ihr habt ein Magmar Shiny und ihr habt natürlich ein Magbrand als Shiny. Dann habt ihr auch noch ein Lucky, was nutzlos ist, was wir aber theoretisch auch mal entwickeln könnten zu Magbrand und dann wegschmeißen, wenn wir keine Lucky Shinies wollen. Und ich habe noch eins mit einem Punkt zum Abgeben, was ich nicht brauche. Weiter geht es mit Azurill und Isso. Ich habe Angst, auf das Handy zu drücken. Azurill. So, da haben wir wieder drei Stück. Eins lassen wir so, eins entwickeln wir zum zweiten. Wir machen es jetzt mal in der Reihenfolge. Dieses Azurill machen wir also zu Azurill, zu Marill, also Merrill. Azurill, Merrill und Azumarill, also beste Namen ever. Das ist natürlich auch noch grün, sieht auch richtig schön aus. Diese kleine grüne süße Maus, guckt euch das an. Merrill, jetzt ganz vorsichtig einmal hier drücken, dann einmal auf das Höchste gehen, das entwickeln mit 25 Bonbons und dann nochmal 50 Bonbons von Merrill zu Azumarill. Weil jetzt, ne, haben wir nicht jetzt, Azurill, Azurill, Azumarill. Wir sehen es gleich nochmal, ich bin raus, seitdem das mit dem Entwickeln verkackt war, seitdem ist bei mir alles, ne. Das kotzt mich an. Ich hoffe, ich habe noch eins. Denn ich muss mich wieder auf die Suche begeben. Und jetzt ist es nämlich gelb. Der gelbe Osterhase ist da, ist geboren. Richtig coole Sache. Azumarill passt also. Wir haben Azurill, wir haben Marill und wir haben Azumarill. Jetzt habe ich vergessen, was danach kommt. Ach so, Isso. Isso kommt danach. Das gucken wir uns als nächstes an. Isso. Da ist es ganz speziell, ihr habt nämlich hier ein männliches mit Partyhut, ihr habt ein weibliches mit Partyhut, ihr habt ein männliches normales und dann möchte ich auch noch ein weibliches normales. Wenn wir hier drauf gucken, sehen wir männlich, wir sehen männlich, wir sehen männlich, wir sehen weiblich, aber das hat einen Punkt, sprich, das habe ich selber gebrütet und kann es abgeben, also gucken wir weiter. Weiblich ohne Punkt, das wurde getradet, kann ich also entwickeln, da ich das eh nicht weggeben kann, wir müssen das behalten und können dieses weibliche noch zu wohin genau machen, mit Lippenstift, dass wir eben ein männliches und weibliches je als normales und als Partyhut haben. Trotzdem habe ich noch eins zum Abgeben, trotzdem habe ich noch eins zum Behalten, beziehungsweise habe ich drei Stück zum Abgeben, also was ist mit Isso los? Keine Ahnung. Dann kommen wir noch zu Knospi, Mobai und Pantimimi. Wir fangen aber an mit Knospi. Mann! Da haben wir natürlich Knospi einmal hier. Das dürfte das sein, was wir vom Crazy O bekommen haben. Wir gucken auch. Ich darf nicht so runterziehen, da passiert nur Mist. Vom Crazy O, genau. Das war das erste, was ich bekommen habe. Dann hatte ich irgendwann selber eins gebrütet. Deswegen da auch wieder ein Punkt dran, weil man das abgeben kann. Dann beim GoFest in Dortmund, nee, nicht beim GoFest, bei der Safari-Zone in Dortmund, gab es dann Roselia wie Sand am Meer.
30.06.2018, das seht ihr ja auch, Dortmund. Es hängt. So, Dortmund, da haben wir das größte mal beschriftet zum Behalten. Die anderen könnten wir abgeben und haben das allerhöchste, was ich hatte, auch entwickelt schon zu Shiny Rosa Rade. Da brauchen wir also nichts mehr machen. Die Familie ist da. Jetzt gucken wir noch nach Mobai. Mobai, da haben wir zwei Stück. Das ist das kleine, mit dem bin ich auch nicht gelaufen. Das seht ihr, das kann man auch noch nicht entwickeln. Aber das größere habe ich auch schon vorbereitet. Mit dem kann man laufen. Wir können auch noch mal reingucken. Das ist von Canvas und das andere ist vom Bockwurst King, dürfte das sein. Gut, Kleingeist, der hat ja jetzt einen neuen Account. Ganz vorsichtig drücken. Den hatte ich auch lange Zeit mal als Buddy. Wir versuchen jetzt mal den Namen wegzumachen. Weil wir damit gelaufen sind, können wir das auch entwickeln. Mit 50 Bonbons. Es hängt und hackt und leckt und fleckt und checkt. Also Shiny Mobai zu Shiny Mogelbaum. Das ist die letzte Entwicklung, die mir gerade noch gefehlt hat. So, auch fertig mit Cheerleader pushen am Start. Sehr schön. Hat eine etwas komische Farbe, sieht halt wirklich aus wie so eine verdörrte Kackwurst, aber was will man machen? Mogelbaum auch am Start, Shiny Mogelbaum und das letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist das Pantibimi. Das geben wir noch ein, Pantibimi. Und dann seht ihr hier drei Shiny Pandimos, deswegen würde ich niemals Pantimimi entwickeln, weil Pandimos, das könnt ihr ja so als Shiny brüten, das könnt ihr als Shiny fangen. Alles mögliche Pantimimi ist aber trotzdem so arsch selten. Guckt euch das an. Und das haben wir vom, auch vom Bockwurst King. Also ihr seht, alles was krass ist, es hängt. Ich schieb's mal auf Kabel Deutschland wieder mal, weil ich nur über WLAN drin bin und hab das, den Offline-Modus drin und alles leckt. Pantimimi, also auch am Start, Pantimimi und Pandimos, alles vorhanden. Das waren also alle Babys. Elekid, Fail der Woche, muss ich mir auf jeden Fall nochmal eins zu Electek machen. Gucken nochmal die zweite Accounts, ob da noch eins drauf ist. Ich glaube, bei dem ganzen iBrüt-Marathon und sonstigen Sachen und hin und her ist nochmal eins geschlüpft gewesen. Wenn nicht, hat man ja Bekanntschaften, wo man einfach mal nachfragt, ob noch jemand was übrig hat. Das war es aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon alle Babys gebrütet, alle Shiny Babys bekommen? Sammelt ihr auch die ganzen Familien? Oder welches Shiny Baby fehlt euch noch und welches Shiny Baby ist vor allem euer Lieblingsbaby? Schreibt's mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.